So, einen schönen guten Abend an alle, die draußen auf Facebook zuschauen. Wir haben heute den dritten Veranstaltungsabend der DFA-Fotodialoge und ich freue mich heute Abend auf zwei Vorträge. Da wir etwas zu spät angefangen haben, möchte ich direkt an Ingo Taubhorn übergeben. Unser Präsident wird jetzt die Gäste des heutigen Abends vorstellen. Bitte, Ingo. Die Gäste, guten Abend, sondern eben halt auch ganz kurz die DFA, die Deutsche Fotografische Akademie, die sich zur Aufgabe gemacht hat, über künstlerische Fotografie zu reflektieren, sprechen, zu debattieren. Während der Pandemie sind unsere Live-Tagungen leider nicht möglich. Deswegen, Boris hatte schon gesagt, gibt es die DFA-Fotodialoge, das Online-Spezial, das jetzt schon seit dem 6. April dauert und bis zum 27. Gehen wird. Auf den Tagungen beziehungsweise hier auf den Online-Spezial präsentieren sich Mitglieder, aber auch natürlich Gäste. Und diese Gäste stellen ihre Arbeiten vor. Und ich freue mich heute ganz besonders, Melanie Viora begrüßen zu dürfen. Sie wurde von Mitglied Susanne Meyer-Faust eingeladen. Und ich übergebe jetzt Susanne das Wort, Melanie Viora vorzustellen. Viel Spaß. Ja, ich Präsentation. danke und sage nochmal einen schönen guten Abend in die Runde und begrüße nochmal ausgesprochen gerne Melanie Viora und sage Dank an die Deutsche Fotografische Akademie, dass mein Vorschlag angenommen wurde. Ich bin nicht als Künstlerin Mitglied, sondern als Kunsthistorikerin und als Kuratorin. Und freue mich auch und danke Melanie, dass sie meiner Einladung als Gast gefolgt ist. Ich bin zuerst Melanies Arbeiten 2012 begegnet, und zwar in Bad Homburg vor der Höhe in einer sehr interessanten Ausstellung im Museum Sinclair House. Und da hatte sie ihre Serie Icecapes von 2002, 2003 ausgestellt. Die Ausstellung hieß Im Schein des Unendlichen, Romantik und Gegenwart. Und war also, fand ich, herausragend, ebenso wie der Katalog. Dann war die zweite Begegnung mit Arbeiten von der Künstlerin 2017. Das war im Rahmen des Gabriele-Münter-Preises, der siebten Vergabe. Und Melanie Viora war Teilnehmerin als Finalistin in der Berlinischen Akademie der Künste. Und dort habe ich sie dann aber auch als Künstlerin, als Mensch getroffen und sie kennengelernt und habe auch ihre Arbeiten mit ihr selber dann nochmal sehen können und sie hat sie mir vorgestellt. Das nächste war dann ein Wiedersehen 2018 und zwar in Freiburg, wo ich ja lebe und arbeite. Und da war sie angereist zu einer Eröffnung. Ich hatte eine Ausstellung dort kuratiert für unser Mitglied Armin El-Dib in der Elisabeth-Schneider-Stiftung dort. Und ich war sehr überrascht und habe mich sehr gefreut. Und seitdem haben wir dann auch den Kontakt gehalten. Und Melanie hat mir Kataloge und Unterlagen geschickt und ist jetzt eben auch meiner Einladung zu den Fotodialogen gefolgt. Und da bin ich auch sehr erfreut drüber. Bevor ich das Wort an Sie gebe, möchte ich doch einiges noch kurz zum Werdegang von Melanie Viora sagen. Nach dem Studium Malerei und Grafik von 1990 bis 1996 an der Kunstakademie Karlsruhe ging Melanie Viora 1997 für ein Studienjahr nach Australien, nach Wollongong und Sydney. Die Fotografie, die bis dahin ihre Malerei begleitete, wurde in den folgenden Jahren zunehmend zu ihrem künstlerischen Hauptmedium. Das ist ihre eigene Aussage. Im darauffolgenden Postgraduiertenstudium Medienkunst von 2001 bis 2002 an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe nutzte Melanie Viora die Möglichkeit zu einer umfassenden Auseinandersetzung mit den digitalen Bildmedien und sammelte prägende Erfahrungen in Fotografie, Film und Performance. In den folgenden Jahren entstand ein vielfach ausgezeichnetes Werk, das national wie international ausgestellt wurde. Also nur zwei Beispiele oder eins eigentlich, die DAAD-Stipendien 2003 führten sie nach New York City und 2005/6 nach London. Parallel dazu hatte Melanie Viora Lehraufträge an verschiedenen universitären und schulischen Institutionen
im In- und Ausland. Sie unterrichtete Abschlussklassen im Fach Medientechnik an der Akademie für Kommunikation in Stuttgart. Während ihrer Auslandsstipendien und Ausstellungen knüpfte Melanie Viura Kontakte zu Hochschulen und hielt als Gastdozentin Vorträge, Lehrveranstaltungen und Workshops, unter anderem am Pratt Institute und an der Parsons School of Design in New York, am Goethe-Institut in Damaskus und an der Universität von Southampton. Sie hat mir selber gesagt, dass ihre Malerei zum Schluss abstrakt war und dass die Fotografie es möglich machte, den Gegenstand wieder in ihre Bilder hereinzuholen. Die Arbeiten, die Melanie Viura gleich präsentiert, sind auch in Ausstellungen noch aktuell 2021 zu sehen. Das ist mein letzter Hinweis jetzt. Im Juli wird sie also im Kunstverein Duisburg Liquid Landscape eine Einzelausstellung haben und beteiligt sein von Mitte Juni bis fast Ende August im Kunsthaus Interlaken in der Schweiz in einer Ausstellung mit dem Titel Schneemänner und Schneefrauen. Melanie Viura lebt seit einigen Jahren in Köln. Sie schätzt die dortige Foto- und Kunstszene. Und jetzt bitte, Melanie, du hast das Wort. Ja, vielen, vielen Dank, Susanne Meyer-Faust. Ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut und freue mich heute zu den Fotodialogen meine Arbeit vorstellen zu können. Und ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei. So, ist es gut zu sehen? Sehr gut. Mhm. Ja. Mhm. Zwar möchte ich zwei Fotoserien, mit denen ich mich aktuell auseinandersetze und Videoarbeiten, die daraus hervorgegangen sind. So allen Arbeiten ist so durchgängig eigen, dass sie eigentlich über dieses Bild, also die Wiedergabe der Realität hinausweisen und dass ich den Betrachter mit seinen Erinnerungen, Assoziationen mit einbeziehen möchte und ihn eben auch als Teil der Bildwerdung sehe, der ganz wesentlich dazu beiträgt. Moment. Die Icecapes sind entstanden ursprünglich daraus, dass ich hatte da mehrere Versuche unternommen, verschiedene Dinge probiert und mich hat interessiert, was sich auf dem Auge spiegelt. Über eine Arbeit, wo jemand versucht hat, eine Kollegin versucht hat, Spiegelungen zu bekommen aus dem Auge, wurde ich dann sehr neugierig und habe ausprobiert und war sehr verblüfft, als ich das gesehen habe. Habe es erst mal liegen lassen eine Zeit lang und mir immer wieder Gedanken zugemacht, ob ich was damit mache und wie. Und rausgekommen sind dann solche, Arbeiten. Hier Bergsee Fedaya. Ich habe die Serie jetzt 2015 nochmal aufgenommen. Ich hatte sie ursprünglich auch liegen lassen, habe die mit so panoramahafteren Einsichten wieder aufgenommen. Und mir ging es dann vor allem auch darum, so diese Momenthaftigkeit des Augenblicks, das Aufschlagen des Liedes oder das Schließen mit in die Bilder zu bringen. Und habe dann auch im Video nochmal mit der bis dahin vorangeschrittenen Technik Möglichkeiten gefunden, Spiegelungen so zu zeigen, wie ich das auch schon immer machen wollte. Also hier zu sehen ist der Bergsee, der sich mitten auf der Pupille spiegelt und die Landschaft, die sich fast vermengt oder mit der Iris des Auges, also ist mein Auge. Und die Lider und Wimpern, die hineinragen, das sind also auch Spiegelungen, nicht die Wimpern selbst. Nochmal eine andere Ansicht davon. Ich habe ursprünglich mehrere Personen
nehmen wollen, die Spiegelungen auf dem Auge von mehreren Personen auch fotografieren wollen. Bin dann aber, habe dann schnell gesehen, dass mein eigenes sich eigentlich am besten eignet, weil diese gelbgrüne Farbe der Iris, die jetzt im Foto immer auch etwas gelber erscheint, dem Ganzen nochmal so was Organisches gibt und das so einbindet. Also es entsteht dann keine Marslandschaft, wie es mit einem blauen Auge der Fall wäre. Die Bilder sind nur ungefähr so 5 bis 7 mm groß. Also es ist eine extreme Makroaufnahme. Ich ziehe die Bilder dann ja groß. Also das Motiv ist dann jeweils so 63 cm, hat noch einen Weißrand, dann 83, zu ungefähr 80 cm mit Weißrand einen Meter. Viele Details sind gar nicht so sehr genau zu sehen, sondern nur einzelne Punkte erscheinen scharf. Aber ich fand es sehr spannend, weil man doch selber, wenn man nicht allzu viel im Bild sieht, doch auch die Möglichkeit hat, Bilder aus der Erinnerung, vielleicht ähnliche Situationen mit einzubringen. Durch die Form, durch die konvexe Form des Auges spannt sich dann die Spiegelung quasi über das Auge, ist verzerrt, so fischaugenmäßig. Und die Kamera selbst ist so meistens gar nicht zu sehen. Also ich habe sie manchmal mit eingebunden, wenn ich fand, dann das mit dem Motiv gut zusammengeht und die Kamera selber nochmal wie so einen Rahmen herstellt, zusätzlich zu dem Lidrand, den man im oberen Bildbereich sieht. Also später im Video ist die Kamera zu sehen. Die Bilder sind recht groß gezogen und hier sieht man ganz schön, es entsteht dann doch so eine eher, also eine Bildstruktur, so eine ja, vielleicht Pixeligkeit oder Unschärfe. Und mir kommt das allerdings sehr entgegen, da ich jetzt nicht jeden einzelnen Ast zeigen möchte und nicht möchte, dass sich der Betrachter darin verliert, sondern dass er eigene Bilder findet oder sich wie so erinnert. Also es geht ja auch eher darum, dass das wie so ein Nachbild ist, was hier zu sehen ist, weil der Moment, in dem ich es ja aufgenommen habe auf meinem Auge, als ich tatsächlich in der Landschaft stand, ist ja bereits vergangen. So, somit ist das sozusagen auch wie ein Erinnerungsbild. Nochmal den Bergblick von einer anderen Perspektive. Hier einen Einblick in meine Ausstellung The View in der Städtischen Galerie Lemgo. Ich habe die Bilder, also die Eyescapes, nochmal gerahmt in einem Holzrahmen, Distanzrahmen, der diesen Einblickcharakter und Ausblickcharakter, also hineinschauen ins Auge und herausschauen aus dem Auge, nochmal hervorhebt. Vielleicht nochmal, ja genau, und vorne ist dann mein Video Eyescapes by the Window zu sehen, wo dieser Einblickcharakter dann nochmal verdoppelt wird sozusagen. Ich schaue aus einem Fenster, also bin im Innenraum und gehe dann zum Fenster hin und gehe wieder zurück und habe das aufgenommen. Und auch hier sieht man dann, was ich gesehen habe, auf eine veränderte, verfremdete Weise. Und ich würde jetzt mal das Video vorführen.
So. So, für mich war das einfach nochmal eine Möglichkeit, das Auge selbst in seinen Reaktionen mit in Zusammenwirken mit der Landschaft zu zeigen. Also es hat dann doch nochmal einen fast unmittelbareren Eindruck. Das Auge öffnet und schließt sich, die Pupille passt sich der Helligkeit an und das Gehen durch den Raum bewirkt eben auch so ein Hin- und Her-Drehen des Auges. Und ja, in all den Arbeiten handelt es sich in einer gewissen Weise auch um Selbstporträts, kann man sagen, auch unter anderem. Und man kommt doch jemanden, also um das tatsächlich auch sehen zu können, muss man natürlich jemanden sehr nahe kommen. Also es hat dann so eine gewisse Intimität, die mich da auch interessiert hat. Dieses Herausschauen aus dem Blick von jemand anderen und das Bewusstsein machen des Sehvorgangs selbst. Das hier ist ein neues Video, Eyescapes Fluid Rush, an dem ich aktuell arbeite, das jetzt auch schon von den Bildern fertiggestellt ist. Es ist immer recht aufwendig. Ich habe dann eine aufwendige Technik entwickelt, um das überhaupt so filmen zu können. Also die Kamera ist am Körper fixiert und der Ton selbst, den lege ich nachher nochmal über das Video und schaue, dass ich die Situation so nochmal im Ton auch stütze. Weil das Bild selbst natürlich was anderes zeigt. Es zeigt nicht nur, es zeigt dann nicht die Landschaft außenrum, es zeigt zum Beispiel nicht die Bäume, die da auch zu sehen waren und so weiter. So, aber jetzt komme ich zu einer ganz anderen Arbeit, Natura, in dem es mir darum ging, eben, dass der Betrachter gar nicht so viel mit einbringen kann. Also ganz anders als bei den Icecapes wollte ich eben die Erinnerung so ein bisschen ausschalten und schauen, wie kann der Betrachter überhaupt Natur begegnen und den Eindruck haben, dass da Natur ist, ohne direkt dann gleich auf Bilder, die man medial kennt oder die man vielleicht aus eigenen Reisen kennt, sich dann wieder ins Gedächtnis zu rufen. In den Natura-Arbeiten sind die Bilder meistens in Rauch und Nebel getaucht. Es ist nicht so ganz klar, was man sieht, ob man Berge sieht oder Wasser, ob es Gischt ist oder Eis, was sich hier drüber wölbt. Und ich habe man hat auch keinen Referenzpunkt. Ich habe geschaut, dass man sich nicht darauf beziehen kann, zum Beispiel auf Bäume, auf Gräser, die direkt klar machen, in welchem Größenverhältnis das alles steht. Und auch die Namensgebung Natura ist bloß nummeriert, hier Natura 34, sodass doch sehr, sehr offen ist, was eigentlich das Bild zeigt. Häufig scheinen so die Landschaften zwischen den Aggregatzuständen zu sein, zwischen fest und flüssig, flüssig und gasförmig. Und mir geht es darum, dass so eine Urkraft der Natur zu zeigen, also eigentlich das zu zeigen, was hinter der Landschaft steht. Diese Veränderung, die ständig stattfindet, spürbar zu machen. Und so kam ich auf diese Art der Darstellung. Hier mag der eine oder andere vielleicht auch eine Gebirge sehen, eine Gebirgskette, andere vielleicht Gischt. Die Bilder sind so von der Tonigkeit nahezu monochrom gehalten. Also ich habe das in eine kühle Farbskala gewählt, habe die Farbigkeit auch nachträglich verändert, um aber auch diesen Verfremdungsprozess zu erzeugen, um nicht mehr wirklich klar zu machen, was sehe ich da eigentlich. Hier einen Einblick in die Ausstellung in der Städtischen Galerie Lemgo 2019.
Ich habe die Fotografien dann nicht wie bei den Icecapes in Distanzrahmen oder überhaupt eine Rahmung setzen wollen und die Natur einfangen, sondern wollte dem Ganzen eine Offenheit geben und habe eine Diasec-Rahmung gewählt. Also die Fotografien auf D-Bond aufgezogen und mit Acryl überzogen, sodass sie noch weiter in den Raum wirken können. Sie sind recht groß, also so 90 cm auf 1,35 oder 1,20 m auf 1,80 m, sodass man als Betrachter auch wirklich eintauchen kann. Einzelne Arbeiten, wie jetzt das Bild links, sind kleiner, also einzelne Editionen, die mir auch prägnant erschienen und als kleine Bilder für mich funktioniert haben. Ausgehend davon wollte ich dann versuchen, im Video auch diese Zwischenzustände zu schaffen, zwischen fest, flüssig, gasförmig. Hatte dann erste Versuche unternommen mit dem, was ich eben hatte, meiner Fotokamera. Und habe mir schließlich, dachte dann, naja, das ist schon ganz gut, aber es geht doch noch viel besser. Und habe mir dann eine Highspeed-Kamera, eine professionelle, ausgeliehen, die Videos auch in Full HD zeigt und in seinen ganzen Details. Ich habe dann viele vulkanische Wasserphänomene aufgenommen, hier einen Schlammvulkan in Eruptions, in Rise and Fall einen Geysir, den Geysir Strokkur in Island. Also ich habe viel in Island fotografiert und gefilmt. Da ist ganz charakteristisch, dass der so eine Kuppel aufbaut, bevor er ausbricht. Und ich habe dann also diese extreme Verlangsamung des Videos nochmal auf die Spitze getrieben und bin dann zum Ausbruch hin nochmal langsamer geworden. Also habe die Bewegung nochmal verzerrt. Hier nochmal Einzelbilder. Also man sieht am Anfang also wie so einen See, der aber kein See ist, wie sich herausstellt, weil sich diese Kuppel wölbt und dann sieht man den Ausbruch. Und schließlich fällt das Wasser und gleichzeitig steigt es aber wieder. Ich hatte da in der Aufnahme das Glück, dass der Geysir innerhalb von 7 Sekunden dreimal ausgebrochen ist. Das heißt also, nachdem dann das Wasser schon wieder gefallen ist, ist es an anderer Stelle wieder gestiegen. Und das ist einfach ganz unglaublich, das in so einer extremen Verlangsamung zu sehen. Und daraus möchte ich jetzt mal einen Ausschnitt zeigen von der Anfangssequenz. Und so, als nächstes Bild zeige ich eine Abbildung, wie die Arbeit präsentiert wurde im Museum Kunstpalast 2017, also nahezu raumhoch, oder ich glaube es waren so 3 Meter Höhe, sodass man vor- und zurückgehen kann oder sich auch hinsetzen kann, das ganze Vorgehen beobachten. Und man sieht dann, also wie sich so dieses Wasser wie als Haut quasi über diese Kuppel zu spannen scheint. Und später, wenn die Kuppel zusammenfällt, wirkt es nahezu kristallin. Also was für mich unglaublich faszinierend war.
Den Ton selbst habe ich dem Ganzen auch nachempfunden, weil diese extreme Verlangsamung, also von 7 Sekunden zu 10 Minuten 20, wie das ganze Video, die Länge hat das ganze Video, nur noch einen Knarzen hören lässt. Und natürlich auch dadurch, wie ich den Ausschnitt wähle und wie die Lichtsituation ist, auch nochmal was ganz Eigenes entsteht. In Turmoil hat wieder einen ganz anderen Charakter. Da entstehen dann so ineinander fließende Formen und Strukturen fast gleich einer Choreografie. Und daraus würde ich dann auch noch einen Ausschnitt zeigen. Ja, das Video hat jetzt ein klein wenig geruckelt. Das läuft an sich ganz flüssig. Und vielleicht nochmal zusammenfassend kann man nochmal sagen, dass ich auch in der Arbeit versuche, was sichtbar zu machen, was so eigentlich für das bloße Auge gar nicht sichtbar ist. Ähnlich wie bei den iEscapes oder das vereint die Arbeiten, dass ich darüber hinaus was sichtbar machen möchte. Und man kann natürlich ansonsten so diese kleinsten Bewegungen und Strukturen, wie sie sich hier bilden, dass es jetzt so ein Gebirgsfluss, wo verschiedene Kräfte aufeinander wirken, so gar nicht da sehen und erkennen. Es ist nur ein einziges Rauschen ansonsten. Ja, herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, die Arbeiten zeigen zu können, und ich freue mich jetzt auf Wortmeldungen und die kommende Diskussion. Ja, da sind wir wieder alle. Ich würde gerne was dazu sagen. Hört ihr mich? Hallo. Ja. Sag was. Ja, schwierig. Mir gefällt die Arbeit sehr gut, weil sie einen sehr sinnlichen Zugang zu Natur oder zur Wahrnehmung hier zeigt. Also gerade die Videos können das ganz gut vermitteln. Jetzt gerade auch bei den letzten Bildern mit diesem Wasser oder was das war, kann man sehr gut sehen, wie Natur es aus sich selbst heraus Formen entwickelt und einer unglaublichen Schnelligkeit und Vielfalt, also was mich jetzt begeistert. Oder auch das mit dem Geysir, wie man so, wie du uns eigentlich mitnimmst in deine Beobachtung und dir etwas sehr genau anschaust und den Geysir nicht so als Attraktion siehst, wo man das ganze Sprudeln dieses Geysirs beobachtet, sondern dir ganz detailliert diesen Moment, diesen Ausschnitt herausnimmst und den betrachtest,
diesen Moment, wenn dieses Wasser so ansteigt und dann dich nur dieser kleine Ausschnitt interessiert. Und gleich am Anfang, also die erste Arbeit, deutet eigentlich schon das an. Du lässt uns durch dein Auge sehen in das, was du wahrnimmst. Und das finde ich sehr, sehr spannend und auch so, dass es mich interessiert. Also wenn ich das in der Ausstellung sehen würde, würde ich mir die Videos anschauen, ich würde mir die ganzen Bilder anschauen. Es funktioniert besser bei den Videos als bei den Einzelbildern. Bei den Einzelbildern, wo man zunächst nur dieses Auge sieht und dann den Blick daraus, das reicht mir jetzt von der Bildqualität nicht so aus. Aber sobald Bewegung dazu kommt, wird es viel interessanter, weil dann doch irgendwas passiert und sich dieses Bild durch den Ablauf der Bilder aufbaut oder sich dann bei mir irgendwie tätig da in Resonanz mit den Bildern. Also viel mehr als bei den Einzelbildern. Ja, für mich ist das eine ganz andere Art von Arbeit eigentlich, oder der Fokus, sagen wir mal, liegt auf was anderem. In den Fotografien jetzt gerade von den Icecapes liegt eher der Fokus drauf, dass es einzelne Augenblicke sind, wie man sie vielleicht ähnlich auch schon erlebt hat, wie man sie ähnlich kennt. Und man fiebert vielleicht nicht ganz so mit wie im Video, wo dieser Vorgang passiert, während man schaut. Das ist was ganz anderes. Mag sein, ich komme jetzt auch nicht ursprünglich von der Fotografie, also mir kommt diese Unschärfe, wie sie dann auch da ist, sehr entgegen mit dem, was ich möchte, eben dass diese Offenheit erhalten bleibt, dass man sich nicht in einzelnen Details festhält, aber mir ist schon klar, was du meinst, also was dir besser gefällt. Okay. Ja. Danke. Ich hätte auch ein, zwei Anmerkungen und auch eine Frage, bezieht sich auch auf die Videos. Übrigens, mir kommt es nicht so sehr verschieden vor, weil du jetzt gerade betontest, Foto und Video sind für dich zwei ganz verschiedene Sachen. Eine Geschichte fiel mir auf, die ist physiologisch interessant. Vielleicht ging das anderen auch so. Nachdem das Video dieses explodierenden Wassers zu sehen war und du zurückgegangen bist aufs Standbild, habe ich immer, wenn ich einzelne Punkte von diesem Standbild fixiert habe, das Gefühl gehabt, die Wahrnehmung, dass der Rest des Bildes sich in einer Ultra-Ultra-Zeitlupe weiterbewegt. Das ging so ungefähr 20, 30 Sekunden. Hat das jemand anders auch so wahrgenommen? Das war ein ganz eigenartiger Effekt. Und sobald ich den Blickpunkt dann wieder in dem Foto verschoben habe, dann ging das an der anderen Stelle so ganz super langsam, aber vielleicht ein Viertel von der Videogeschwindigkeit sehr viel langsamer nochmal weiter an den unscharf nicht fokussierten Rändern von meinem Fokuspunkt im Auge. Also das fand ich einen ganz verblüffenden Effekt, da müsste man vielleicht jetzt mal einen Physiologen fragen, ob das irgendwie... Das Interessante ist gerade die Bewegung an dieser diese Wandlung, die man dort sehen kann. Ja, aber also im Zusammenhang mit diesen Videos, wie gesagt, noch eine Anmerkung. Ich finde es sehr wohltuend, wenn man sich diesem Medium Film mit so einer Präzision und Ernsthaftigkeit nähert, die nicht jeder an den Tag legt, wenn er aus einer anderen Ecke kommt sozusagen. Es gibt vor allem in der bildenden Kunst irgendwie eine sehr große Lässigkeit, mal eben oder irgendwie Video zu machen, ohne sich auch nur einen Hauch um die Gepflogenheiten, Traditionen oder technischen Bedingungen dieses Mediums zu kümmern. Das ist dann irgendwie oft wackelig und zufällig und halt irgendwie so dahergefilmt, weil man das ja auch mittlerweile mit dem Telefon machen kann. Ja. Und ich fand das im Gegensatz zu so mancher Videoarbeit, die ich eben im Bereich bildender Kunst schon gesehen habe, wirklich eine schöne Ernsthaftigkeit, sich zu überlegen, was brauche ich denn überhaupt zuerst mal an Handwerkszeug, um den Effekt im Film herzustellen, den ich eigentlich herstellen will. Ja. Und die Frage, die ich dazu hätte, wäre in dem ersten Video, in diesem Fenster Augenvideo. Da gibt es im Audiobereich, und es ist ja eben kein Stummfilm, sondern einer mit einer Tonspur, auf dem Audio gibt es Vogelgezwitscher
Und es gibt ein dunkles, tiefes, etwas unheimliches Rauschen, Brausen, von dem man nicht weiß, was es ist. Ob es technisch ist, verlangsamter Wind oder irgendwas. Das komischerweise lauter wird, wenn das Fenster zu ist und die Vögel leiser werden. Also wüsste ich gerne, ist das dokumentarisch oder ist das auch kreiert und unterlegt? Assoziiert das sowas wie einen inneren einen Blutstrom, wenn man irgendwie in horcht oder so? Ja, genau, vielen Dank. Ja, das ist toll beobachtet. Genau, es geht mir darum, eigentlich das Bild selber nochmal zu vertonen. Also mir wurde dann auch klar beim Aufnehmen der Videos, kommt da ja noch der Ton. Das ist schon ganz wesentlich natürlich dafür, wie man das betrachtet. Und dieses Rauschen, das ist so der Atem, den ich andeute. Und wenn ich dann dem Fenster näher komme, schaue ich erst in die Landschaft und dann mehr in den Himmel, und damit kommt auch das Vogelgezwitscher. Also auch das ist nachträglich gemacht. Ich war da in meiner ursprünglichen Wohnung, die Küche, und habe da rausgeschaut, eigentlich inmitten der Stadt aus dem 5. Stock, was aber so gar nicht mehr zu sehen ist. Man sieht was anderes, es wirkt viel ländlicher. Und diesen Eindruck wollte ich dann natürlich auch wiedergeben, weil es überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, wenn jetzt dann noch Autos zu hören gewesen wären oder einen Tatütata oder was auch immer. Und schaue ich dann immer, also je nachdem, was ich brauche, woher kriege ich das, wie mache ich das, wie nehme ich das auf? Auch die Schritte, ich wollte nicht, dass die direkt klingen nach Mann oder Frau, das ist ja ganz schnell so, je nachdem, welche Schuhe man anhat, sondern dass das auch was ganz Neutrales hat. Also habe ich da auch einen Weg gesucht, das ist dann dieses Knarzen von Holzdielen, wo das ganz offen bleibt. Ja. Naja, das, was du da zum Thema Ton ansprichst, ist ja im Grunde genommen auch etwas, was jemanden, der sich ernsthaft mit Filmen beschäftigt, überhaupt nicht fremd ist, weil natürliche Geräusche eigentlich nie natürlich erzeugt werden im Film. Also es ist, also das, was man als O-Ton aufnimmt, klingt eigentlich nie so, wie man es gerne hätte und wie man denkt, dass es natürlich sein müsste. Also jeder Naturton in irgendeinem Spielfilm ist komplett künstlich, weil er sonst nie so natürlich klingen würde. Insofern hat das ja in sich eine innere Logik. Ich frage mich bei den Standbildern, bei den Icecapes, was du wirklich meinst, dass die Spiegelung im Auge dem ursprünglichen Motiv hinzufügt. Weil dadurch, dass du natürlich so eine Makroaufnahme machen musst und natürlich auch so gewisse Unschärfen hast, ist natürlich die Versuchung, nicht nur eine Versuchung, sondern es ist fast zwangsläufig, so absolute Knallermotive sich da spiegeln zu lassen. Ich könnte jetzt fast fieserweise Postkarten sagen, aber ich meine, das ist ja klar, weil du eben die Details da nicht hast und das ja auch nicht Sinn der Sache ist, bleiben ja eigentlich nur Alpenpanoramen, Bergseen oder sowas übrig. Nee, also ich habe da die Bilder aufgenommen, also so in meiner Umgebung oder aber auf Reisen. Das war jetzt eine Sequenz in den Dolomiten, Südtirol. Und ich habe bewusst Bilder gesucht, die nicht direkt gleich klar machen, was sieht man da. Deswegen haben auch einfache Titel wie Berg, See, Bach. Ich möchte das bewusst offen halten. Und eben nicht den Eiffelturm darstellen, wo jeder dann nur noch den Eiffelturm sieht, weil es mir doch sehr um den Sehprozess an sich geht und um dieses Auge und dieses Hineinschauen und also herausschauen aus dem Auge, aber auch hineinsehen in jemanden. Also diesen Eindruck, der war mir wichtig. Ja, und es gibt auch Postkartenmotive ohne Postkartenmotiv, nämlich es gibt zum Beispiel Gleise, also sehr reduziertes Motiv, keine Traumwelt oder sowas, sondern aber eher trotzdem, was ich in den Icecapes auch immer wieder sehe, dass es die Konfrontation in Anführungszeichen zwischen Ich und Welt ist. Und die ist natürlich ein bisschen mehr als postkartenmotivisch. Ja klar, aber ich kann ja nun leider nur das fühlen, was ich jetzt gerade gesehen habe. Und da ist für mich ein Bergsee, der knallt rein, wie ein Bergsee einfach reinknallt. Also das hat mich gar nicht überrascht. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen so die deutsche, so eine deutsche Sache, dass immer wenn was doch eine gewisse Schönheit entwickelt, man so eine Skepsis dazu hat. Ah, ich bin gar nicht skeptisch. Das habe ich mir schon öfter überlegt. Ja, ich werf dir auch überhaupt nicht Ästhetik zu. Das ist mir auch schon häufig genug passiert, dass man meine
schön. Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht. Nee, ich frage mich, ich wollte von dir hören, was du eben meinst, dass durch diese Spiegeltechnik dem Motiv... Ach so, okay, das kann ich nochmal näher sagen. Was man dem Motiv sonst nicht ansähe. Ja, also wenn ich die Landschaft so aufnehme, ist es eine andere Landschaft natürlich. Es ist ja was ganz anderes, ob die Landschaft gespiegelt wird, ob sie auf dem Auge verzerrt wird. Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt und auch darum, dass dieser Moment, ja, in den man sieht, ja auch schon wieder vergangen ist, um das noch mehr ins Bild mit hineinzubringen und nicht rein dokumentarisch so die äußere Landschaft nur visuell darzustellen, sondern darüber hinaus was in Gang zu setzen im Betrachter, was so eine eigene Erinnerung auch wachrufen kann. Eben gerade dadurch, dass nicht jedes Detail ausformuliert ist oder dass man Dinge ähnlich mal gesehen hat, aber es ist trotzdem verfremdet. Also man findet sich ja dennoch neu zurecht. Ja, und es gibt ja eben auch das, was Melanie Viora vorhin sagte, dass ihr Auge ja mitwirkt in der Bildwirkung. Und dadurch wird das Bild auch verändert. Also es ist eben nicht das reine Landschaftsmotiv, sondern immer die Kombination. Also das, was ich eben mit Ich und Welt meinte, das zeigt sich ja auch real. Ich habe da noch eine ergänzende Frage von jemandem, der auf Facebook zuschaut, Monika Barth. Sie fragt, die Reflexion auf dem Auge entspricht doch nicht dem, was man sieht oder auch nicht, was da ist. Ja, das stimmt. Das ist verändert. Das ist natürlich verfremdet. Also wenn ich das aufnehmen wollte, möglichst nah daran, was ich sehe, dann wäre es natürlich ganz anders. Dann würde ich einfach die Landschaft jetzt mal, also einfach in Anführungszeichen die Landschaft fotografieren. Aber mit allem, was ich mache, wie ich auch eine Landschaft fotografiere, setze ich einen Fokus und beeinflusst das Bild. Und das ist aber in den iScapes nochmal ganz besonders deutlich, dass die Sichtweise, das Foto selbst... Es gibt eine Störung. Okay. So. Wir haben dich nicht hören können. Oh, Moment. Das war bei dir, Susanne. Ich habe sie wunderbar gehört. Ja. Ah ja, okay. Dann. Okay. Gut. Jetzt habe ich aber, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Ich denke, es wird bewusst in den Bildern, oder das ist mir auch wichtig, eigentlich in der ganzen Arbeit, die ich mache, dass in jedem Moment eigentlich auch klar ist, dass es sich um ein Bild von etwas handelt. Und klar, es ist nicht das, was man so sieht, wenn man in der Landschaft steht. Und ich denke auch, jedes Foto wird nicht genau das wiedergeben, was man empfunden hat und gesehen hat, wenn man in der Landschaft gestanden ist. Und hier ist es quasi schon noch so ein bisschen, ich würde sagen, auf die Spitze getrieben, ne? Dass es nochmal was ganz anderes wird. Ja, ich habe ja noch eine Ergänzung hier von Monika, die auf Facebook zuguckt. Sie sagt, fragt, wo ist das Ich? Spiegelung ist nicht Sehen, sondern eine Sicht auf die Grenze. Ja, das Ich, man sieht natürlich nicht mich direkt und weiß nicht, wie ich als Person bin. Man sieht ja nur die einzelnen Elemente des Auges. Man sieht die Pupille, die Iris, die Spiegelung von den Wimpern. Also es ist natürlich auf der einen Seite eine Nahsicht, wo man jemandem sehr nahe kommt und es hat auch eine Intimität. Auf der anderen Seite nimmt man mich ja jetzt nicht als Person völlig wahr, sondern ich bin ja doch auch auf eine Weise zurückgestellt. Aber was mir dann auffällt, dich beschäftigt in erster Linie die Natur. Oder wo man noch ein bisschen was sieht, was nicht Natur ist, ist der Blick aus dem Fenster. Aber eigentlich beschäftigst du dich mit Natur und die Wahrnehmung von Natur. Wenn ich das so richtig interpretiere. Ja. Also in den Arbeiten ist es so tatsächlich, also in den Gezeigten, aber ich habe die iScapes jetzt auch aufgenommen. In der Stadt, also es gibt auch Bilder von Häusern oder von Schornsteinen, aber in den letzten Arbeiten oder die letzten Jahre über habe ich mich intensiv mit Natur beschäftigt und damit auch wie, also vor allem in Natura und in Videoarbeiten in den daraus hervorgegangenen, wie Natur überhaupt so unmittelbar spürbar und wahrnehmbar werden kann im Bild, durch das Bild.
Warum hast du dann jetzt gerade bei all den Arbeiten, die du gezeigt hast, ist ja hauptsächlich Natur. Das heißt, das ist dein Hauptinteresse, die Wahrnehmung von Natur. Darauf habe ich jetzt halt in dem Vortrag, der ja auch 20 Minuten begrenzt ist, den Fokus gelegt. Und das war auch das, womit ich mich tatsächlich jetzt in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt habe. Mhm. Ja. Aber es gibt ja durchaus auch eine Serie, die also eine Bildteilung vornimmt, die aber auch durchaus dem auf einer anderen Ebene wieder entspricht. Also diese, ich will nicht sagen Trennung in Bild, Ich und Welt oder Blick und das Außen, das Innen und das Außen eben gespiegelt, sondern es gibt auch eine Serie, Außen ist in mir. Also das legt ja schon der Titel eigentlich nahe, dass es auch so einen Aspekt hat. Und da geht es um eine angeschnittene Gesichtshälfte oder einen Teil eines Gesichts konfrontiert oder vor dem Hintergrund einer Landschaft, die auch als Ausschnitt dargestellt ist. Also auch eine Gegenüberstellung im Bild. Und das liegt für mich auf einer ähnlichen Ebene wie die Icecapes und auch wie die Natura-Serie. Weil das wird ja eigentlich so verarbeitet von Melanie Viora, dass es nicht eben ein Naturabbild ist, sondern es gibt eine neue Bildwirklichkeit. Und das ist eben der Blick, den sie auf die Welt hat und auf die Natur hat. Ja, also mir geht es auch in Außen ist mir ganz ähnlich wie in Natura oder auch in den Icecapes drum, dass man zu den einzelnen Ausschnitten, die man sieht, zu den Fragmenten von Gesicht oder von Landschaft, man sich das weiterdenken kann. Und das ist tatsächlich so, das zieht sich so durch die Arbeit und es geht schon auch um den Bezug von selbst zur Welt in all den Arbeiten. Ja. Ja, das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Ja, danke schön. Gut. Danke für die anregende Diskussion und für die tollen Beiträge und die ich mir auch nochmal, ja, die mir selber viel Neues auch gegeben haben. Vielen Dank. Wir verschwinden kurz und tauchen in einem anderen Zoom-Link wieder auf für den nächsten Vortrag. Ich hoffe, alle wissen das und wir sehen uns gleich. Bis gleich.